Warte mal, der Schlüssel. Da war doch irgendwo hier die Treppe hoch. Hier kommen wir nicht lang. Ja, warum? Das hatten wir doch alles schon, ne? Irgendwo muss ein neuer Raum sein, denke ich mal. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Zündbild an der Wand hat man schon. Bleibt der bloß noch da drüben? Nee. Bruchstückhafte Erinnerung. Ich habe mich wieder an etwas erinnert. Ich sah die Hand einer Person, die einen Schlüssel in ihrer Tasche verstaute und eine Tür, die geschlossen wurde, mit der Silhouette einer Frau im Raum hinter der Tür. Die Tür war irgendwo im oberen Stockwerk und in der Nähe hing ein großer Spiegel, glaube ich. Großer Spiegel. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Doch. Ah, hier. Warte. Warte, was steht hier? Ich hatte a surprise for my mother. You had a shovel with you, John. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. I remember now, we dug up the vase from Greek ruins here on Cordona, and were eager to show my mother right away. Ah, jetzt komme ich rein. Another one. Ja, warte. Be something important behind it, I can feel it. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. Was ist denn das für ein Bastard? Her things are still here. Presumably, Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Look what I found.
The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Ja, zeig mal her. Ich würde ja gerne. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. Lass mich doch mal in das Schachbrett, oder muss ich das als Dings anheften? John hat mich aufgefordert, eine alte Schachpartie zu Ende zu spielen. Der weiße König wurde angegriffen. Ich muss ihn mit einem Zug retten und gleichzeitig den Gegner matt setzen. John übernimmt die Schwarzen. Oh! Ich darf Schach spielen. Wollt ihr mich jetzt hier komplett spoilern? Ich dachte, ich darf einfach so spielen. Sure, you saved the king, but that's no checkmate, Sherry. You're losing your touch. Hä? Was ist das für ein... Was bist du für ein Cheater? Hättest mich doch mal richtig spielen lassen. You're not obliged to be here, Sherry. We can leave anytime you want. Ich will jetzt mit dir Schach spielen. Gott, ist das doof gemacht. So eine Sachen, die könnten mich dann irgendwie jedes Mal raus. Ich war gerade wieder so richtig schön drin. Und dann hast du wieder so ein Ding, wo du nicht weißt, wie es geht. Und dann hältst du für immer, oh, hast verloren. Was? Covering the windows from the inside. Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. Potassiumbromid. One dram dissolved in a glass of water. Administered daily, not to exceed one dose in 24 hours, not to be given to children. One dram dissolved in a glass of water, administered daily. Ja, danke, ich hab's auch gerade gelesen. In 24 hours, not to be given to children. Seems this was the most frequently used medication. Februar 1869 von Violet für Sieger. Mein lieber Sieger, lange ist es her, seit ich das letzte Mal von dir gehört habe. Man könnte fast geneigt sein zu glauben, dass meine letzten Briefe einfach nicht deinen Reisen quer über den Kontinent Schritt halten konnten. Ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit und befindest dich bereits wieder auf dem Weg nach Hause. Vergib mir meine Ungeduld, aber ohne deine freundliche Stimme und deine strahlenden Augen erscheint mir das Leben kaum lebenswert. Auch unsere Söhne brauchen ihren Vater. Ich kann dir sagen, dass sie dich wirklich vermissen. Selbst Mycroft, der das Herz ja nicht gerade auf der Zunge trägt, wie du weißt. Falls meine letzten Briefe verloren gegangen sind, sollst du wissen, dass wir auf die Insel Cordona zurückgesiedelt sind. Komm bitte bald zurück zu deiner Familie. Auf ewig dein Violet. 1869. Straps on the bed. Just doesn't look right. Die mussten die Mutter am Bett festschnallen. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Ich will gar nicht wissen, was das für... Oh, Globuli! There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom.
No labels. I doubt it ever had one. Behandlungstagebuch über Mrs. Violet Holmes von Dr. Otto Richter. Richter. 19. Mai 68. Im ersten Behandlungsgespräch stellte sich heraus, dass die Patientin an Schlafproblemen, Angstzuständen und leichter Verwirrtheit leidet. Ich habe ihr ein starkes Beruhigungsmittel zur täglichen Einnahme verschrieben und wir werden die Symptome weiter im Auge behalten. 3. August 68. Das Beruhigungsmittel hat gegen die Angstzustände geholfen, doch Mrs. Holmes leidet nun an Katatonie, Apathie und längeren Depressionsepisoden. Darüber hinaus hat sich die Verwirrtheit verstärkt. Sie hat begonnen, Briefe an ihren verstorbenen Ehemann zu schreiben, als ob er noch am Leben wäre. Ich habe 6 weitere Medikamente verschrieben, um ihren Geisteszustand zu stabilisieren, sowie eine wöchentliche Hydrotherapie. 27. November 68. Okay, und der Brief, den wir erst gelesen haben, war schon von 69. Also war das auch so ein Brief an verstorbenen Ehemann. 27. November 68. Die aktuelle Medikation hat durchschnittliche Ergebnisse gezeigt, wobei sich die Verwirrtheit zu nahezu konstanten Wahnvorstellungen verschlimmert hat. Die Patientin reagiert enorm gereizt, wenn ihren Vorstellungen widersprochen wird, und neigt dann zu aggressivem Verhalten. Ich habe mittlerweile mehrere Gewaltausbrüche der Patientin gegenüber ihrer Familie und auch sich selbst erlebt. Daher habe ich angeordnet, dass Gitterstäbe an den Fenstern des Hauses angebracht werden und Mrs. Holmes nachts ans Bett gefesselt wird. Die Dosierung ihrer Medikation habe ich erhöht. Zudem habe ich Hypnotherapiesitzungen sowie ein mittelstarkes Halluzinogen verschrieben. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das ist übel. London, 21. August 1865. Mr. Sieger Morland Holmes, der berühmte Archäologe, Sachverständige und Historiker, verstarb überraschend im jungen Alter von 41 Jahren. Er erlitt am Samstag während einer Opernvorstellung im Royal Opera House im Londoner Bezirk Covent Garden einen Herzinfarkt. Trotz aller Bemühungen eines Arztes erlangte Mr. Holmes nicht wieder das Bewusstsein und verstarb gestern Abend um 18.20 Uhr. Sein plötzlicher Tod löste in seinem großen Freundes- und Bekanntenkreis Bestürzung aus. Mr. Holmes hinterlässt seine Frau Violet sowie seine 2 Söhne Mycroft 16 und Sherlock 6. Die Beisetzung erfolgt am Mittwoch auf dem Highgate Cemetery of St. James durch Reverend V. E. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. März 1869, Behandlungsnotiz von Dr. Otto Richter. In den vergangenen Monaten habe ich Mrs. Holmes gebeten, Landschaften zu zeichnen. Die ersten Zeichnungen, die sie angefertigt hat, waren klar und akkurat. Die weiteren Zeichnungen wichen jedoch immer mehr von der Wirklichkeit ab. Offensichtlich schreitet ihre Erkrankung zügig voran und wirkt sich womöglich auch auf ihre optische Wahrnehmung aus. Eventuell wird eine Trepanation nötig sein. Trepanation. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. Looks like it was damaged by a blunt object. Oh, it brings back some memories. Es ärgert mich, dass ich jetzt hier das Schachspiel nicht mehr machen kann.
Nach der Durchsuchung des Zimmers meiner Mutter habe ich mich an einen chaotischen Mord